Bombers of the 8th United States Air Force, taking off from air drones in England, continue their round-the-clock devastation of war plants in Nazi Germany. In broad daylight, mighty squadrons roar across the North Sea. Over Hamburg, Germany's principal seaport and number one war center, tons of bombs rain from the sky. Ende Juli 1943 flogen die britische Royal Air Force und die amerikanische Luftwaffe in der Operation Gomorra eine Reihe von schweren Angriffen auf Hamburg. Insgesamt gab es 2 Tages- und 5 Nachtangriffe. Während die amerikanische Luftwaffe tagsüber Ziele im Hamburger Hafen bombardierte, griff die Royal Air Force gezielt Wohngebiete an. Dieses sogenannte Moral Bombing sollte die Bevölkerung demoralisieren. Der Abwurf von Spreng-, Brand- und Phosphorbomben war so organisiert, dass er in Hamburg einen regelrechten Feuersturm auslöste. Die von der Hitze erzeugten, orkanartigen Winde knickten Bäume um, rissen Menschen in die Flammen und sorgten für eine weitere Ausbreitung des Feuers. Ganze Stadtteile wurden zerstört. Die wiederholten nächtlichen Angriffe und die Zerstörung von Feuerwachen und Kommunikationsleitungen erschwerten die Löscharbeiten der Feuerwehr extrem. Nach der Operation Gomorra ging der Krieg noch 21 Monate weiter. Da gab's Alarm. Das machte aber weiter nichts, das waren wir ja schon gewöhnt. 2-3 Mal am Tag gab's Alarm, auch noch nachts. Wir liefen dann mit den Leuten in eine Richtung, die Mönckebergstraße hinunter. Wir haben gedacht, da wo die hinlaufen, da gibt's ja einen Luftschutzkeller, sicher. Es kamen immer mehr Menschen zusammen. Und wir liefen weiter in Speersort, da war das Pressehaus, ein stabiles Backsteingebäude, dort in die Keller hinein. Ein langer Gang, von links und rechts waren kleine Kellerräume. Wir wurden gedrängt in einen dieser Kellerräume mit den Zigaretten im Arm. Und dann waren wir so schieben, und wir waren so eng zusammen mit so vielen Leuten in so einem kleinen Keller. Da stand noch ein Gerippe von einem Eisenbett, 3 Etagen, aber da konnten wir uns nicht raufsetzen, denn die Federn waren viel zu weit auseinander. Wir standen da mit unseren Zigaretten und haben gedacht, naja, irgendwann gibt es ja Entwarnung und dann fahren wir sofort nach Hause. Was sollen denn unsere Eltern denken, dass wir gar nicht, die denken, wir sind in Harburg. Aber so weit kam es dann nicht. Es gab Gedröhne, Gebrumme, dann Bombeneinschläge, die immer näher kamen. Und dann auf einmal ein fürchterlicher Krach, ein Grollen und das Licht ging aus und wir wurden durchgeschüttelt und der Kalk rieselte von den Decken. Und wir hielten uns die Nase und den Mund zu, weil wir kaum atmen konnten. Wir standen dicht an dicht und ich weiß nicht mehr, wie lange wir da drin gestanden haben. Wir hatten gar kein Zeitgefühl. Dann hörten wir, dass jemand sagte, es riecht nach Gas, die Gasleitung muss getroffen sein. Und da bekamen wir Angst. Gerda fing an zu weinen und ich auch. Vielleicht waren wir schon einige Stunden da in diesem gedrängten Raum. Neben mir sackte jemand zusammen. Und wir haben gedacht, oh lieber Gott, lass uns hier wieder rauskommen. Oder sind wir hier vielleicht lebendig begraben? Und meine Mutter und deine Mutter, und nein, die wissen ja gar nicht, wo wir sind, wenn wir hier nicht wieder rauskommen. Die wissen ja gar nicht, wo sie suchen sollten. Wir sind verschollen. Es war grausam. Es ging ganz schnell los. Wir hörten das dumpfe Getöse der Bomben. Meine Schwester, der Bunker war bis auf den letzten Platz voll. Die Luft war schlecht. Meine ältere Schwester ist ohnmächtig geworden. Und wir Kinder haben alle geweint. Es war einfach grauenvoll. Dann ungefähr so nach Mitternacht wurden die Türen geöffnet. Aber wir haben gedacht, wir können raus. Wir sind sofort wieder, mussten sofort wieder zurück. Denn der Bunkerwart hatte gesagt, dass auch Phosphorbomben geworfen wurden und dieser Phosphor brennt sehr stark und ist giftig. Und dann gingen die Bunkertüren doch so mitten in der Nacht um, würde ich sagen, um 2 noch einmal los. Dann sind wir
rausgegangen. Meine Mutter hat als erstes jemand gefragt, einen Helfer gefragt, ab die Marienthaler Straße oder ab Marienthaler Straße 70, was da passiert ist. Und da sagte dieser Helfer nur, Marienthaler Straße ist alles weg. Und dann sind wir durch die Flammen, über die Straßen gelaufen. Der Asphalt war heiß. Es hat überall gebrannt. Und dann ist dieser Sturm entstanden, dieser Feuersturm durch die große Hitze. Wir sind natürlich so schnell wie möglich über diese heißen Stellen gegangen, um uns nicht zu verbrennen. Der Asphalt war heiß, überall Funkenflug. Und bei dieser Flucht vor den Flammen, da ist ein Schuh stecken geblieben. Und den zweiten, den habe ich jetzt hier noch. Ich habe natürlich immer, ich soll immer geschrien haben, meine Füße verbrennen, meine Füße verbrennen. Und wie gesagt, dabei ist dieser Schuh übrig geblieben, der andere ist stecken geblieben. Die Bilanz war verheerend. Etwa 35.000 Todesopfer und 125.000 Verletzte. Und wenn Alarm war, versuchten die Kinder immer in Richtung zu Hause zu laufen. Also liefen alle weg und dann kam der Alarm und nach dem Alarm waren alle meine Freunde, die... Das ist ein Moment, wo ich das nicht mehr erzählen kann. Die wurden dann aus den Kellern rausgeholt und waren tot. Das war das Schlimmste. Mein Bruder lief raus und von da ab weiß ich nichts mehr. Der ist dann verschwunden. Ich weiß nicht, ob er verbrannt ist oder so. Ich habe dann rausgeguckt, auch mal da liefen Leute. Und jetzt kommt dieser Feuersturm zum Tragen. Es war so entsetzlich. Da sind Flammen durch die Straßen gefegt und ein feuriger Wind. Das kann man sich nicht vorstellen. Da habe ich Leute gesehen, die fielen um und schrumpften einrichtig. Und ich habe gedacht, wie kommst du hier bloß wieder raus? Denn die anderen Leute, die haben nach und nach alles, wenn der Sturm so ein bisschen nachließ, haben die nach und nach das Haus verlassen. Und ich war dann ja ganz alleine noch da und ich habe gedacht, Mensch, nebenan das Haus, das brach zusammen. Ich muss jetzt hier raus, sonst auf einmal kann ich nicht warten. Wie es ein bisschen nachließ, bin ich einfach rausgestürzt auf die Straße und da kam wieder so ein heißer Schwall und da habe ich mich auf die Erde geschmissen, aufs Straßenpflaster. Die hat da so ein Kopfsteinpflaster und hat versucht, da ein bisschen Luft zu kriegen. Nur da konnte man auch Luft schnappen. Wenn man hochgekommen ist, hat das dann den Atem verschlagen. Und da war da so eine ältere Dame oder ältere Frau und so, die torkelte auch runter. Ich habe sie runtergerissen, dann haben wir beide da gelegen. Und wie es ein bisschen nachließ wieder, da habe ich sie wieder hochgerissen und dann sind wir immer so und so nach und nach gelang es uns dann in die Norderstraße zu kommen, hinter der S-Bahn, von Hamburg von Hauptbahnhof nach Berliner Tor vor. Dort war die alte Schule und die war nicht getroffen und einige Häuser davon auch nicht in der Norderstraße. Ringsherum brannte es aber überall auf. Und da waren schon, haben sich schon viele Leute angesammelt, also hunderte von Leuten, die waren zum Teil halb bekleidet nur noch und mit Brandwunden und so. Dann manch einer hat eine Tasche und einen Koffer gehabt, aber die wenigsten waren das. Und dann kam so ein Luftschutzwart oder was das war, der hat gesagt, los, alle in die Schule hier. Und haben wir alle in die Klassenzimmer, wurden alle belegt, dann haben die das elenden Menschen da vegetiert, die Nacht über. Und ich habe auch in so einer Klasse da gesessen und habe rausgeguckt am Fenster und dann sah ich dieses Flammenmeer über Hammerbrook. Es war ein einziges Feuermeer. Und nach dann, wie die Nacht zu Ende war, man schlafen konnte man natürlich nicht. Ich bin durch die ganzen Klassen gegangen, Zimmer, und habe gesucht, ob ich vielleicht Hermann finde, meinen Bruder. Aber ich fand ihn nicht, er war nicht da. Und dann am nächsten Morgen habe ich mich auf die Suche gemacht und dann hat es nicht mehr gebrannt, nur noch hin und wieder ein bisschen Schwelbrände,
Aber es waren Trümmer und Leichen. Ne? Man kann sich das kaum noch vorstellen. Ich bin dann über diese Trümmer gestolpert und zu unserem ehemaligen Haus, alles runter, Trümmer alles. Und habe dann mit meinen Händen Leichen umgedreht, um umzugucken, ob das für Jana ist. Ja. Und da habe ich manchmal noch Albträume, wenn ich daran denke. Und da kam dann ein Feldwebel mit einem Bergungstrupp, die wollten dann Leichen irgendwie beseitigen oder so schon. Ne? Und er hat gesagt, mein Junge, ich müsste dich jetzt erschießen. Ne? Das ist Leichenflatterei, was du da machst. Ne? Und dann habe ich nur angeguckt und gesagt, dann mach das doch so. Ich habe jetzt keine Lust mehr, mach das. Und da hat er gesagt, naja, komm, hilf uns mit. Und nein, das wollte ich auch nicht. Ich bin dann weggelaufen.